Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, irgendwas in meinem Gesicht ist da zugekommen, dieses schnieke Ding da. Ich kann jetzt schon sagen an alle, es gibt ja viele, die das so als Accessoire tragen, so Brillen oder so. Ich hatte ja auch eine Fake-Brille, aber die brauche ich tatsächlich. Ich bin tatsächlich etwas blind geworden. Nein, blind nicht. Ich habe einen Dioptrienwert von 0,75 auf der linken Seite und rechts 0,25. Also quasi hier minimal und da eben. Man merkt schon, was jetzt mit Brille ist. Sieht alles schön viel schärfer aus. Und ihr seht es schon im Titel, es gibt ein FAQ. Und zwar habe ich lange kein FAQ gemacht, deshalb gibt es jetzt ein FAQ. Und jetzt zeigt mir an, dass der Akku leer wird. Jetzt muss ich erst den Akku aufladen und dann kann ich weiterdrehen. Oh, ich muss gucken, aber dass ich noch drehen kann, wenn es noch pell ist. Ihr. Mann, Mann, Mann. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal den Akku ein bisschen aufladen lassen. Und ja, also wie gesagt, Fragen könnt ihr mir eigentlich immer auf Instagram stellen. Und jetzt einfach mal kurz zur Erinnerung, mein Name ist nochmal hier eingeblendet. Wenn nicht, ist er auch unten in der Videobeschreibung, falls irgendwer da keine Lust drauf hat, den einzugeben jetzt. Der Link sollte in der Videobeschreibung sein. So, und dann würde ich sagen, ich habe keine einzige Frage bisher gelesen. Ich beantworte das alles jetzt sehr spontan hier über mein Handy. Und ja, die erste Frage ist von Fatman-Memes. Und zwar, wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? Oh! Oh! Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? Die nächste Frage ist von It's Leno und zwar fragt er, machst du mal ein Video über deine ganzen Klamotten? Also über meine ganzen Klamotten, never ever, es sind viel zu viele. Aber generell, falls ihr mal ein Video wollt, es wurde mir jetzt sehr oft schon vorgeschlagen und zwar so, ja, mach mal bitte ein Video über deine Markenklamotten oder zum Beispiel könnte ich auch ein Video nur über meine H&M-Klamotten machen. Denn ich setze ja eigentlich nicht wirklich den Wert auf Markenklamotten, auch wenn ich jetzt einen Adidas polierten habe und das sehr ironisch wirkt jetzt. Aber tatsächlich besitze ich so 50% meiner Klamotten oder 70% sind Klamotten von H&M. Man denkt es gar nicht, aber es ist tatsächlich so. So, dann fragt Bosshaus Debi, wie hast du dein Style gefunden? Steht dir super, feier dich. Danke, auf jeden Fall. Und wie ich zu meinem Style gefunden habe, habe ich im letzten Video erklärt, und zwar in dem Video Mein Style, hat mittlerweile schon über 2000 Aufrufe, ist mega krank, also da ist alles ganz genau erläutert und erklärt, wie ich zu meinem Style gekommen bin. Und dann fragt JTSH2, was ist momentan deine Lieblings-App, also Snapchat, Insta, etc. Aktuell ist das Snapchat, würde ich sagen, weil ich finde es einfach mega lustig, irgendwie irgendwelche Videos oder Bilder, sind bei mir meistens gestörte Bilder oder Videos, zu verschicken, weil ich es einfach lustig finde. Und ich finde das eigentlich immer sehr, 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 sehr amüsant und ich kriege dann auch immer lustige Antworten von meinen Freunden zurück und das ist eigentlich immer sehr, sehr amüsant. Also, ja. Dann fragt Michi-Shaw, übrigens, Grüße gehen raus. Wir müssen auch mal ein Video zusammen machen, Michi. Wir kennen uns seit 5 Jahren, haben noch kein einziges Video zusammen gedreht. Das müssen wir mal ändern. Und zwar fragt sie, welche 3 Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? So, damit wir das mal festhalten. Erstens, meine Brille, denn sonst sehe ich nichts. Okay, das ist sehr übertrieben. Ich habe, wie gesagt, keine hohe Stärke und so. Aber, also wenn das jetzt nicht dazu zählt, dann würde ich sagen, ich würde meinen Computer mitnehmen, meine Kamera und irgendetwas, was mir persönlich einfach sehr wichtig ist und also was Persönliches quasi und nicht etwas Materielles. Dann fragt Dari-Crazy, könntest du mal ein Video machen, wie du Fotos zeigst, wo man sehen kann, wie dein Style sich verändert hat? Das wurde mir ja auch oft geschrieben unter mein letztes Video, wo ich das mit dem Style gemacht habe und ich habe mich dazu entschlossen, ich werde Videos machen, wie ich mich verändert habe, ja. Aber was mich mit langen Haaren angeht, da weiß ich noch nicht ganz, inwiefern ich das jetzt mache. Aber ich sag mal so, mein Jungs-Style hat sich ja auch sehr krass entwickelt. Also ich habe nicht immer so das getragen, was ich im Moment trage, sondern es hat sich alles ein bisschen dahin gewandert und ist dahin geflossen quasi. Und ja, das werde ich alles demnächst mal erklären, würde ich sagen. Dann fragt Leonie-Lachgummi01 deine Ziele für 2018. Ehrlich gesagt, ich habe zahlig gesehen. Was sagt man denn? Egal. Auf jeden Fall, was Zahlen angeht, so nenne ich das jetzt mal, habe ich persönlich überhaupt kein Ziel. Und meine Strähnen nervt mich todes. Ja, auf jeden Fall, was Zahlen angeht, habe ich gar kein Ziel, weil ich immer sage, es kommt das, was auf mich zukommt und das war's. Und darauf lasse ich mich ein oder ich lasse mich halt nicht ein. Das werde ich dann sehen.
Und ja, sonst Ziel 2018 ist, dass ich jetzt erstmal meine E-Phase schaffe, also meine Oberstufe, weil ich war letztes Halbjahr ein bisschen faul und steigere mich jetzt aber auch seit diesem Halbjahr wieder sehr da rein. Also vernachlässigt nie die Schule, Jungs, Mädels, macht das nicht. Also bei mir spielt es jetzt im Endeffekt nicht wirklich viel eine Rolle, weil meine E1, also das erste Halbjahr der E-Phase, meiner 11. Klasse, zählt überhaupt nicht zum zweiten dazu, bedeutet, ich kann das zweite komplett neu starten. Das ist gut für mich, aber ich hätte es im ersten Halbjahr auch schon besser machen können. Habe ich aber nicht, war mein Fehler. War auch nicht gerade die beste Zeit in meinem Leben in dem Moment. Also ja, wie gesagt, das ist erstmal mein Ziel 2018 und dann bin ich einfach mal gespannt. Auf den Rest lasse ich mich einfach an. Dann fragt Livia Teuscher, würdest du lieber ein Jahr lang nicht duschen oder zum Friseur gehen? Also, das ist krass, aber ich glaube, ich würde ein Jahr lang nicht zum Friseur gehen, weil es sind nur meine Haare auf meinem Kopf und Duschenhygiene ist sehr, sehr wichtig. Also selbst für mich ist Hygiene sehr verdammt krass wichtig. Also das, nee, bitte, nein. Also Hygiene ist mir sehr, sehr wichtig, deshalb würde ich lieber ein Jahr lang nicht zum Friseur gehen. Ich meine, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich mir zu Hause selbst die Haare abschneiden darf. Also würde ich dann lieber ein Jahr lang nicht zum Friseur gehen. Dann fragt Nusli-Erdi- hat sich die Beziehung von dir zu deinen Eltern nach dem Coming-out irgendwie geändert? Und zum Glück, nein, hat es nicht. Es wäre schade gewesen, wenn sich irgendwas verändert hätte. Ich bin sehr froh, dass meine Eltern das alles so positiv aufgenommen haben, weil es gibt ja auch immer noch Eltern, die in dem alten Jahrhundert leben, die das nicht so positiv sehen und so. Da bin ich sehr froh, wie meine Eltern darauf reagiert haben und ich bin auch sehr stolz auf sie, dass sie so reagiert haben, weil ich meine, Mensch ist Mensch. Das werde ich nie ändern. Aus meiner Sicht wird sich das nie ändern. Mensch ist Mensch. Wie das andere sehen, ist deren Sache, aber es ist meiner Sicht, Mensch ist Mensch. Und ich bin sehr stolz darauf, dass sie auch... So, dann etwas unterstrich komisch. Was denkst du, wo du in 15 Jahren stehst? Also ehrlich gesagt, weiß ich das überhaupt nicht. Also was so YouTube, Insta und Musical.ly angeht, habe ich wirklich gar keine Ahnung. Also da sage ich mal so, was Social Media angeht, ist entweder es steht halt wirklich alles offen, was so Social Media angeht. Da kann ich nie genau sagen, yo, da wird es so aussehen und da wird es so aussehen und so und so und so. Geht nicht. Das ist halt einfach so. Entweder es ist so oder es ist nicht so. Punkt. Und sonst, was mein Leben so angeht, würde ich sagen, ich habe dann meine Ausbildung fertig, die ich machen möchte. Und habe dann auch schon einen Job, würde ich sagen. Aber ich glaube, YouTube werde ich noch sehr lange weitermachen. Kann ich mir sehr gut bei mir vorstellen, persönlich. Einfach aus dem Grund, weil Filmen, jetzt egal, ob ich mich selbst filme und das schneide oder ob ich Natur filme und das schneide, es macht einfach mega Spaß. Und das will ich später auch zum Beruf machen, deshalb denke ich, da wird noch sehr viel. Dann fragt dieser Silas, Bock auf ein Fashion-Collab-Video? Danke für das Deutsch. Silas, schreib mich einfach mal an, wir kennen uns ja generell privat, also just text me. And then maybe we make something or nothing. Ja, das ist eine sehr gute Frage. It's_Lauri, schämst du dich mittlerweile für ältere Videos von dir? Es gibt Videos wirklich, da schäme ich mich wirklich für. Das sage ich auch so ganz offen. Für die schäme ich mich. Aber ich sag mal so, ich habe dazugelernt. Immer bei jedem Video lerne ich dazu. So ist es halt. So gehört sich das ja auch eigentlich. Und deshalb, also es gibt schon Videos, wo ich mir wirklich an den Kopf fasse und mir denke so, what the fuck hast du damals gemacht? Aber das ist in Ordnung, weil da sieht man ja die Entwicklung. So, und das ist jetzt die letzte Frage. Und zwar, _raceboy_, wie hast du deine Eltern dazu gebracht, dass du Tunnel haben darfst? So, und jetzt an alle, die das nicht wissen, ich habe hier auf der Seite einen 6mm Tunnel und hier einen 4mm Tunnel aktuell. Wobei ich wieder glaube, dass sich dieser wieder entzündet hat, worauf ich jetzt schon wieder gar keinen Bock habe. Aber ich probiere den irgendwie gesund zu pflegen. Und warum bin ich nicht scharf, sondern mein Poster? Danke. Einfach vors Poster setzen. Ja, also ich habe eigentlich nur meine Mutter überredet, weil meinen Vater habe ich gar nicht gefragt, weil der wohnt nicht bei uns im Haus. Und deshalb habe ich meine Mutter quasi gefragt. Als erstes hat sie sehr, sehr strikt mit Nein geantwortet, worauf ich dann aber gesagt habe, naja, aber Mama, guck mal, bis 8 mm oder 9, 10 ist bei jedem Mensch unterschiedlich, wächst es ja wieder zu, wenn ich das irgendwann nicht mehr schön finde. Und warum darf ich das dann nicht? Und dann hat sie gesagt, naja, okay, ich überlege es mir nochmal. Und dann habe ich sie halt ein bisschen genervt. Ich nerve sehr oft, wenn ich irgendwas haben möchte, was man mir nicht erlaubt. Und im Endeffekt hat sie dann gesagt, ja,
ist in Ordnung. Mach, solange es wieder zuwächst und wenn dir es gefällt, dann mach. Und ich bin ehrlich, das ist ja jetzt meine Endgröße und ich bin sehr zufrieden mit der Endgröße. Ich habe nicht gedacht, dass ich wirklich so zufrieden bin. Also ich möchte auch nicht weitergehen. Ich meine, klar, es gibt Menschen, denen steht es. Sage ich nichts, Vivi Deluxe oder Clemens oder was weiß ich, irgendwelchen Leuten mit... Das sind die einzigen zwei jetzt, die ich so kenne, die mir so einfallen. Denen steht es, aber es gibt auch Menschen, denen steht es einfach nicht. Und ich würde nie weiter als so machen jetzt. Möchte ich auch nicht. Weil für mich dient es so als kleines Accessoire und nicht als Riesentunnel. You know, ist ja wie gesagt bei jedem anders. Und dann würde ich sagen, war es auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine positive Bewertung oder ein Abo da lassen. Wir sind jetzt bald schon 3400. Wie krank ist das? Ich mache nicht oft Videos, aber ich probiere doch, mir einen Plan zu machen, dass ich mindestens 3 bis 4 Videos so die Woche bringen kann. Oder mindestens 2 bis 3. Also ich gebe mein Bestes. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Klausuren. Die sind aber zum Glück immer alle gut aufgeteilt. Das ist mein Glück jetzt dieses Halbjahr im Moment. Und das Video ging sehr lange. Es tut mir sehr leid. Aber who cares? Wenigstens habt ihr jetzt ein bisschen Stoff für die nächsten 3 Tage, wo nichts kommt wahrscheinlich. Und was als nächstes Video kommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich wollte eigentlich einen Vlog machen, wie ich diese Brille abhole. Die habe ich seit heute nämlich erst. Deshalb nicht wundern, wenn ich ab und zu mal so mache, weil ich noch das Gefühl habe, ist ein bisschen locker. Aber das wird sich legen jetzt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Was es sein wird, könnt ihr auch gerne mal Videovorschläge gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Also ich hätte jetzt als nächstes Video das geplant mit meinen Markenklamotten. Aber da kann natürlich jeder wieder falsch verstehen, inwiefern ich flexen will mit irgendwas. Obwohl das halt gar nicht der Fall ist so, weil ich keine kranken Sachen habe oder so. Auf jeden Fall würde ich sagen, dann bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.